Wie wäre es, wenn du wüsstest, dass Veränderung leicht, spielerisch und wertvoll ist? Wärest du dann bereit, deine Komfortzone, den Ort von Bequemlichkeit und Stillstand zu verlassen und einzutauchen in die Chancen und Möglichkeiten von Erfolg, Neugierde und Freiheit? Selbstgewählte Grenzen einzureißen kann richtig Freude machen und kann auch sehr wertvoll sein. Ich möchte dich mitnehmen auf eine Reise in deine Vergangenheit, wo du nicht hinterfragt hast, ob es sich lohnt, ob es sicher ist, ob du den Mut hast, Neues zu entdecken und Abenteuer zu wagen. Eine Zeit, in der es noch selbstverständlich war, dass das Verlassen der Komfortzone gleichbedeutend war mit ungeahnten Chancen, Freiheit und Wachstum. Die Zeit, in der es normal war, zu vertrauen und Träume zu deiner Realität gehörten. Die Zeit, in der du fest daran geglaubt hast, dass hinter dem Spiegel von Alice ein Wunderland wartet, in dem alles möglich ist. Die Zeit, in der du wusstest, dass in jedem Mädchen eine Pippi Langstrumpf steckt und die Weisheit von Vicky mit genialen Lösungen und kreativen Ideen auch in dir zu Hause ist, dass Superman mit seiner Power ein noch unentdeckter Teil von dir ist und die Geschichte von Harry Potter und die Welt der Magie nicht nur hinter dem Bildschirm existiert. Du warst, so wie ich, überzeugt davon, dass wahre Liebe nicht nur ein Märchen ist, sondern dass es sie auch in der Realität deines Lebens geben darf. Und dass es in jedem Leben einen Helden und einen Bösewicht gibt, wie beispielsweise bei Peter Pan und Captain Hook. Und du hast auch immer darauf vertraut, dass der Held am Ende stets der Gewinner ist. Wofür stehen sie, die vermeintlichen Bösen? Stehen sie möglicherweise für die Zweifel, Ängste, die Schuld und die Sorgen? Und geht es schlussendlich nicht einfach darum, als Held aus der Geschichte seines Lebens hervorzugehen, weil man den Mut hatte, die Komfortzone zu verlassen, sich der Herausforderung zu stellen, um sich zu entwickeln? Unsere Sehnsucht nach Frieden, nach Liebe und nach Wundern wird uns immer antreiben und versuchen, uns an die Grenzen unserer Komfortzone und darüber hinaus zu ziehen. Auch als Erwachsene hören wir nicht auf, daran zu glauben und sind stets mit dem Vertrauen in unsere Vision verbunden, weil wir tief im Inneren wissen, dass alles möglich ist, wenn wir uns in die Welt des Neuen und Unbekannten wagen. Jetzt geht es darum, die Ausreden loszulassen, die uns halten, die Chancen und Ideen wahrzunehmen und sich nicht bei geringem Gegenwind wieder in die Bequemlichkeit zu verkriechen, der Gefahr zu scheitern entgegenzutreten und die Gefühle von Angst oder Überforderung zu überwinden. Trau dich, deine Grenzen zu sprengen und erinnere dich an deine Potenziale.